Hallo zu einem neuen deutschen YouTube-Vlog. Erstmal wirklich vielen herzlichen Dank für das ganze Feedback vom letzten Video. Es war wirklich sehr positiv und es motiviert mich auch sehr, das Ganze öfter zu machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie mein Training über die Weihnachtsfeiertage so ausschaut. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen jetzt hier mit dem Wind. Ich bin schon mitten in der ersten Session. Es ist jetzt Sonntag, der 24. Dezember, Heiligabend. Und ich bin in Ungarn bei Janas Familie, wo wir quasi heute und morgen einen halben Tag verbringen. Und dann fahren wir zurück nach Deutschland zu meiner Familie. Und ja, dementsprechend muss ich da ein bisschen flexibel sein, was mein Training angeht. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Familie an den Weihnachtsfeiertagen da natürlich Priorität hat. Aber ja, ich bin Profi-Triathlet, ist mein Beruf. Ich kann jetzt hier auch nicht drei Ruhetage machen. Und ja, deswegen muss ich da flexibel sein mit meinem Training. Aber so, dass ich trotzdem natürlich mehr oder weniger weiter meinen Trainingsplan durchziehe. Heute ist noch relativ entspannt, was Programmpunkte angeht. Es steht auch nicht so viel Training an. Zwei Einheiten, klassischer Sonntag, erstmal eine Stunde locker laufen. Und dann geht es noch zwei Stunden aufs Rad. Ich habe nur Zeug für draußen Radfahren dabei. Aber ja, dazu kommen wir später. Jetzt erstmal laufen. Meine Uhr ist mir gestern abgeschmiert. Ich zeichne das Ganze gerade nur über mein Handy, über Strava auf. Also habe ich keine Ahnung, wie viel ich schon habe. Und ja, landschaftlich ist es hier jetzt auch nicht so überragend. Ich kann es euch mal zeigen, aber ja, gibt Schöneres. Wetter könnte auch besser sein. Arosz, das ist so gute 1,5 Stunden östlich von Budapest. Und man muss sagen, es ist eigentlich ein ziemliches Kaff. 10.000 Einwohner, aber 225 Meter Hallenbäder, komplett durchgeleint mit Wellenbrecherleinen, 51 Meter Freibad, das hat jetzt im Moment natürlich nicht auf. Und mein Highlight, ein 800 Meter Track hier durch den Park und alle 100 Meter angeschrieben. Perfekt für Intervalle. Zweite Einheit steht bevor. Es geht 2 Stunden aufs Fahrrad mit 6x10 Minuten Zone 2 oder Fat Max, je nachdem, wie man es nennen will. Laktatmesser habe ich leider nicht dabei, deswegen kann ich die Zone heute nur schätzen. Aber ja, ich fahre mal so bei 280 Watt und schaue, was der Puls macht. Ich habe hier mein Crosser dabei, mit Licht natürlich, vorne und hinten, fahre aber nur auf der Straße und die Sonne bzw. der blaue Himmel kam sogar ein bisschen raus und es ist eigentlich mit der wärmste Tag dieser Woche, also habe schon Schlimmeres durchgemacht. Jetzt ist es 13 Uhr und ja, wenn ich über 2 Stunden fahren will, muss ich auch so langsam los, weil es hier schon um kurz nach 3 dunkel wird, weil es so weit östlich ist und fast schon in der nächsten Zeitzone. Also, let's go. Essen vom Lauf heute Morgen zu berichten. Ja, war eine Stunde, ganz easy, 13,6 Kilometer. Ich blende hier wieder irgendwo Strava-Screenshot ein. Und ja, jetzt insgesamt 2 Stunden. 20 Minuten einfahren, 6x10 Minuten, 280 Watt circa, mal schauen und 5 Minuten locker dazwischen.
Und die Trittfrequenz ist immer vom 1. bis zum 3. Gesteigert. Also einer mit 80er Trittfrequenz, einer mit 90er und einer mit 100er. Das quasi zweimal durch. Ist ganz gut, wenn man hier ein bisschen Programm hat, weil es ist wirklich komplett flach. Bisschen wie Rolle fahren eigentlich. Und ja, so werden die 2 Stunden auf jeden Fall schneller rumgehen. Oder landschaftlich. Geht hier auch einfach nicht viel. Gestern hatte ich eine 2,5 Stunden Ausfahrt in den Bergen. Aber ja, das ist so ungefähr 30, 35 Kilometer von hier entfernt. Und ja, so weit komme ich heute nicht. Geschafft. Gute Beine heute. War knapp unter 300 Watt. Ich glaube 297 für beide. Mit einer Herzfrequenz von 140 bis 145. Also ungefähr 70% der maximalen Herzfrequenz vom Puls. Könnte ich auf jeden Fall noch härter gehen, aber habe diese Woche auch schon einiges hinter mir. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so niedrig. Aber ja, fühlt sich gut an, wird so bei 300 Watt bleiben. Auf jeden Fall nicht mehr. Man muss aber auch sagen, ein Crosser ist es ein bisschen dankbarer und leichter, die Watt zu treten, weil man mehr Widerstand hat. Und es ist auch echt windig. Dementsprechend ist es auch schwierig, die Trittfrequenzvorgaben einzuhalten. Vor allem beim Rückenwind, da ich beim Crosser nicht die dickste Übersetzung habe. Die waren jeweils 300 und 303 Watt im Schnitt. Noch alles im Rahmen. Ich muss sagen, das Anstrengendste sind eigentlich die 100 Trittfrequenz bei den 300 Watt. Koordinativ natürlich. Gar nicht so ohne. Ich war hier die ganze Zeit auf so einer kaum befahrenen Straße hin und her. Aber gut, dass ich einen Crosser habe, weil die Straßenqualität lässt auch zu wünschen übrig. Die letzten beiden waren 297 und 301 Watt im Schnitt. Jetzt nochmal 20, 25 Minuten locker ausrollen, also im Prinzip nur noch zurück. Und dann wird endlich Weihnachten gefeiert. Ja, bin ich so der Fan von diesen Floskeln, sich das Weihnachtsessen etc. verdienen zu müssen mit dem Training, weil gerade als Profi sollte das auf keinen Fall der Grund sein, wieso man rausgeht zum Trainieren. Aber muss natürlich jeder für sich selber wissen und trotzdem wird an Weihnachten natürlich gut gespeist. Also dann, das war's für Tag 1 und wir sehen uns dann wieder morgen, Tag 2, wo aber nicht ganz so viel ansteht, nur ein kleines Läufchen in der Früh. Der Beweis, dass ich so früh aufstehe, auch man sieht mich kaum. Einzige Session für heute, aber ich muss früh raus, weil wir dann wieder zurück nach Deutschland fahren, 8 Stunden im Auto und lohnt sich früh aufzustehen, weil es auf jeden Fall gut ist, sich vor der Langfahrt ein bisschen zu bewegen. 1:15 ganz locker, aber ja, wie gesagt, einzige Session für heute und es ist noch dunkel, man sieht nicht viel. Ich glaube, die Sonne geht so einer guten Dreiviertelstunde auf. Vielleicht mache ich noch ein paar Aufnahmen. Vielleicht sehen wir uns auch erst wieder nach dem Lauf. Letzte 500 Meter. Da habe ich 1:15. Knapp fast 16 Kilometer. Ganz easy. Hat sich nicht ganz so geil angefühlt zu früh am Morgen, aber jetzt ist es geschafft. Und ja, auf dem Rückweg machen wir noch einen Halt. Beim Teil von Janas Familie
bevor es dann zurück zu meiner Familie geht, nach Deutschland, und da Weihnachten gefeiert wird. Und dann sehen wir uns wieder morgen beim letzten Weihnachtsfeiertag und Trainingstag in dem Video. So, Swim-Session im Outdoor-Pool. Jetzt sieht man 4,5 Kilometer mit 4x75, 4x375 schnell. Beheizten Outdoor-Pool im Hofgarten. Ist so 20 Minuten vor Kufstein. Warum wir Outdoor schwimmen? Genau. Warum schwimmen wir Outdoor? Ja, beantwortet es mal. Weil wir mehr Kalorien noch verbrennen. Wenn wir zu viel gegessen haben am Abend davor, schwimmen wir immer Outdoor. Ja. Bis der JB Keindl übrigens Olympiastarter für Österreich 2024 in Paris. Noch nicht fix. Noch nicht fix, aber am guten Weg. Und ist der Simon Freisinger Olympiastarter 2032 für Österreich. Genau. In, wo ist denn 2032? Brisbane. In Brisbane. Gut. Let's go. Swimset heute. All out für Freddy. Easy für mich und Simon. Da hinten sind sie am Skifahren. Und wir hier am Schwimmen. Na? Sorry, jetzt habe ich da drei geredet. Was wolltest du sagen? Beine schwimmen ist eigentlich das Schlechteste, was da kommt zum Ausschwimmen. Wieso? Ja, das Ausschwimmen, da sollte ja alles locker werden. Ist Beine schwimmen so hart oder was? Ja. Jetzt kommt der wichtigste Teil beim Training. Gute Session. Ja. Ganz gemütlich. Für dich war es gemütlich. Ja, bis auf die Arme. Für mich war es hart. Ganze 4 Minuten bin ich gerade Rolle gefahren. Ja. Fühle mich nicht ganz so gut, muss ich sagen. Sehr müde von den letzten Tagen und will jetzt auf keinen Fall irgendwie riskieren, krank zu werden. Eigentlich hätte ich sogar V2-Max-Programm drauf gehabt. Das hatte ich schon geändert auf locker fahren, aber selbst das hat sich nicht gut angefühlt. Und Schwimmen war heute schon auch eher so Medium vom Gefühl. Ja, Weihnachten ist eine stressige Zeit und wie ich am Anfang des Videos gesagt habe, man muss flexibel bleiben im Training und ja, ist jetzt auch nicht tragisch, wenn man hier mal ein bisschen kürzer treten muss und gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja, ich schaue einfach, wie es mir die nächsten Tage geht. Hatte eigentlich vor, sogar 2 Silvesterläufe zu laufen. Einmal die 5 Kilometer beim Aschau vor Silvesterlauf und dann auch die 10 Kilometer in München beim Silvesterlauf. Aber ja, da muss ich mal schauen, wie es mir die nächsten Tage geht, ob ich eventuell nur ein oder auch gar kein Lauf. Ja, ist jetzt Dezember und man soll auf keinen Fall stressen. War hier schon alles vorbereitet. Die Carbs, Spike, Ruby. Aber kein Problem. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und war ein paar interessante Einblicke in mein Training über die Feiertage. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert gerne euer Feedback oder wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.